Kennt ihr dieses Flugzeug? Ich kannte es bis vor kurzer Zeit auch noch nicht. Ein Kommentar machte mich auf dieses Flugzeug aufmerksam. Die Heinkel HE-178. Doch warum hat dieses Flugzeug keinen Propeller, wenn es aus dem Zweiten Weltkrieg stammt? Das ist die Besonderheit bei diesem Flugzeug, denn die Heinkel HE-178 ist das erste Düsenflugzeug der Welt. Es ist zwar nur ein Prototyp, es wurde nie im Krieg eingesetzt, jedoch war es das erste Flugzeug mit einem Turbojet-Antrieb, das tatsächlich fliegen konnte. Es flog zwar nur 8 Minuten, aber es flog. Und dies war am 27. August 1939. Dieses Flugzeug sollte eine Höchstgeschwindigkeit von 700 Stundenkilometern in Meereshöhe haben. Doch wurde nur eins dieser phänomenalen Flugzeuge jemals gebaut.